Ja, hallo, schön, dass ihr wieder reinschaut. So, jetzt ist der Anhänger zusammengebaut. Das ist der zweite Teil hier von dem Fahrradanhänger, beziehungsweise die Fortsetzung. Hier ist er jetzt komplett auch am Fahrrad montiert, wie man hier sehen kann. Ich musste hier diese Kupplung hier, muss ich noch mal etwas durchbohren, weil hier auch wie die Achse oder beziehungsweise die Narbe etwas dicker war. Deswegen hat das ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen. Aber die Hunde passen, also wie man sehen kann, unsere beiden Bolonkas, unsere beiden Bolonka-Damen passen hier also locker rein. Ne? So, ja genau, müsst ihr erstmal schnuppern. Ne? Ganz was Neues, ne? Klar. Ja, ist also auf jeden Fall ausreichend Platz für die beiden, wie man hier sehen kann. Macht mal Platz, ihr beiden. Carlotta, mach mal Platz. Mach mal Platz. So ist fein. So ist fein. Ganz prima. Emi auch. Emi, mach mal Platz. Ja, wie man sehen kann, haben die hier gut Platz hier drin. In dem Anhänger. Also können auch so, wie man sehen kann, auch selbst wenn sie sich aufrichten. Ne? Ja, ist ein hübscher Anhänger. Ne? So, da könnt ihr jetzt immer schön mitkommen, ne? Wenn wir die weiten Touren machen auch. Ne? So, dann hier an der Seite sind auch noch Fenster. Dann hier hinten. Ja, ist ein schönes Ding. Ne? Ja, passt schön hinter das E-Bike. Ne? Die beiden kleinen Mäuschen, ne? So ist fein. Ne? Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben, abonniert meinen Kanal, dann bis zum nächsten Mal.